Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate Jack the Ripper DLC. So, weiter geht's, wir müssen das Gebiet verlassen. Nachdem wir erstmal wieder hier aufgeräumt haben mit den Polizisten. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ich weiß nicht mal, wie ich hier überhaupt hingekommen bin. Quasi. Ah ja, hier glaube ich durch irgendwie oder so, ne? Bin ich nicht irgendwie hier gekommen? Folge dem Licht. Nicht mehr lange, bis mein Meisterwerk sie mir direkt in die Arme treiben wird. Ich freue mich schon auf das Familientreffen. Das heißt, wir sind fast am Ende des DLCs, oder was? Okay, was ist das jetzt? Okay, was passiert jetzt? Vier verfügbare Fähigkeiten. Mal schauen. Nein, das will ich jetzt auch wieder nicht. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt insgesamt? 9 ist gut. Konnte ich nicht. Gut. Nein. So. Die Mutter aller Verbrechen. Ja, halt dich, ich lasse mich. Ja klar, ich komme ja zu einem ganz riesen Spot rein. Hier irgendwo? Quasi unter mir, mehr oder weniger, ne?
Okay. Können wir mal machen. Monster. Du verfluchtes Monster! Hey, was suchen Sie hier? Ivy! Reißen Sie sich zusammen! Geht, los! Raus! Wer ist sie? Sagen Sie es mir! Ihnen sagen? Mit welchem Recht? Ich bin ein Hüter des Gesetzes und kein Mitglied Ihrer Geheimorganisation! Hören Sie mir zu! Jacob Weiss! Nein, Sie hören mir zu! Ich kann Sie nicht länger decken. Alle Beweise deuten auf Ihren Bruder hin, auf die Bruderschaft, auf Sie! Liefern Sie mir schleunigst den Kopf des Rippers auf einem Spieß, sonst fürchte ich, kann ich nicht verhindern, dass meine Männer Sie stattdessen verhaften! Sie kriegen seinen Kopf, auch wenn es mich meinen kostet. Eine junge Unselige. Mit 25, die mit Abstand jüngste bisher. Miss Kelly wurde heute Morgen um 10.45 Uhr tot. Der Kessel ist noch warm. Die Kehle wurde durchtrennt. Der Kopf sowie der Körper auf einer Art verstümmelt, die dich nur als abscheulich definieren lässt. Er hat ihr die Organe entnommen, ihr Herz. Ihre Würde. Du willst, dass ich dich so sehe wie sie. Und ihre Todesangst erahne. Verletzt du Frauen, um zu beweisen, dass du ein Mann bist, Jack? Das ist viel Blut. Von hier aus ergeben die Markierungen keinen Sinn. Mit L die Tür an die richtige Position bringen. Habe ich jetzt eine Ahnung, wie ich das so anbringen soll? Wir sagen so, oder? Ja, ja, wo das Bild endet, muss ja quasi so sein. Jacks Nachricht entschlüsseln. Ich kann halt irgendwie nichts machen. Ich kann halt überhaupt nichts machen. Hä? What the heck? Was fehlt denn das jetzt, wenn es fertig ist? Ja, ich kann gerade nichts machen. Ich kann jetzt gerade weder im Adlermodus noch was machen, sonst noch irgendwie. Alter, was soll das denn jetzt? Hey, was ist denn das jetzt? Alter, ich bin gerade maximal confused, Alter. Was ist denn das jetzt für ein Ding? Hä? Ey, ich kann mich nicht mehr bewegen, das ist es ja. Das scheint wohl ein Bug zu sein, den ich glaube ich gerade drin habe. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Ich glaube, das Adlauge. Liebe Leute, ich mache jetzt kurz ein Break hier. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate Jack the Ripper DLC. So, wir können jetzt weitermachen. So, scheinbar ist jetzt der Bug weg. Hoffe ich zumindest. Ah, der ist wieder da. Ja, ich sehe es. Okay, ist doch kein Bug gewesen. Was ist das? Jack hat diese Markierungen für mich hinterlassen. Mein Geschenk an dich, Evie Fry. Und es folgen bald weitere, außer du tust, was Jack sagt. Folge der Blutspur, um in meine Welt einzutauchen. Jack will, dass ich an die Orte seiner ersten Verbrechen zurückkehre. Ich werde tun, was du sagst, Jack, bis ich dich finde und dich in deine ganz persönliche Hölle schicke. Was haben Sie entdeckt? Eine Nachricht für mich. Das Monster wird mich direkt zu sich führen, Inspektor. Ich muss zu den Tatorten der ersten Verbrechen des Rippers. Lassen Sie sich nicht vom Zorn blenden, Miss Fry. Ich will Sie nicht auch noch verlieren. Sollte ich sterben, Inspektor, dann nehme ich den Ripper mit. Annie Chapman wurde nahe eines Friedhofs in Whitechapel ermordet. Alles klar. Ist das weit von hier? Nein, nicht so weit. Ja, ich hab gedacht, es war wirklich jetzt ein Bug gewesen oder so. Ich hab's zumindest vermutet. Weil irgendwie bekam ich nur ein Movement hin. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich hab überhaupt keinen Plan gehabt, was so passieren soll. Ja, okay, sei es drum. Ist jetzt nicht so viel verloren gegangen. Bei Ubisoft weiß man ja wirklich nie, was kommt. Das ist einfach so. Ja. Kann man schon mal mit dem Bug rechnen. Ich habe das Gefühl, wir kommen dem Ende des DLCs immer näher. Das ist so das Gefühl, was ich gerade habe, zumindest. Ich muss die Störenfriede verscheuchen, damit ich mich in Ruhe umsehen kann. Ja, das ist kein Problem. Sie hat hier nichts zu suchen. Schau dir was aufs Maul. Das wird dir leid tun. Oh. Alter. Wenn das alles ist, was du kannst, dann kannst du es auch sein lassen. Ey, ich hab doch, Alter. Ey, ich hab doch Y gedrückt. Was zur Hölle? Okay. Ich hab doch Y gedrückt, was soll ich denn noch machen? Okay, dann eben nicht. Ich versteh's zwar nicht, aber okay. Ich akzeptier's. Wo muss ich jetzt wieder anfangen? Ich muss die Störenfriede verscheuchen, damit ich mich in Ruhe umsehen kann. Ach, niemanden töten, das ist scheißegal. Ja, geht doch. Weißt du nicht immer nur nacheinander an? Oh, das kann nicht. Das hier war doch schon mal besser. Ja. Einer muss hier in den Rücken! Die ist so gut wie tot! Ach, Crap. Nachlässig! Wieso hab ich die denn nicht getötet? Ich glaube, ich wollte nachladen. Ich wusste aber nicht mal, wie nachladen geht. Ich bin wieder hart am Struggeln gerade. Ey, das darf nicht passieren, Mann. Was ist gerade los? Ich hab gerade mega die Konzentrationsschwierigkeiten. Irgendwie bin ich gerade voll unkonzentriert bei dem, was ich tue. Ey, warum? Das darf nicht passieren gerade. So, jetzt mal ich muss die Störenfriede verscheuchen, damit ich mich in Ruhe umsehen kann.
geschnappt wie bei Jack the Ripper. Geht doch. Warum nicht gleich so? Hier hat jemand gekämpft. So, eins von fünf haben wir. Hier hat Jack das Leben aus Miss Chapmans Brust gerissen. Dem zweiten Opfer seiner Mordserie. Er hat ihren Ringfinger abgeschnitten. Wo ist also der Ring? Führt das? Fußspuren. Da ist der vierte Hinweis. Verflucht. Hier ist noch einer. Und da ist was. Der Assassinenring muss hier irgendwo sein. Warte mal kurz, das Ding ist von wo geflogen? Ja, ich krieg's gerade noch nicht zusammen, ehrlich gesagt. Kann das hier irgendwo sein? Der Flugbahn. So, liebe Leute, bei diesem Folgenbreak, wenn wir fürs Zuschauen bis zum nächsten Part von Assassin's Creed Syndicate, der Jack the Ripper DLC. Bis dahin, haut rein und tschüss.